starb einer von Noahs Söhnen in der Flut. Dann steht da wieder Ja mit der Versangabe und dann Nein mit der Versangabe. Dann erwartet natürlich derjenige, der sich nicht mit dem Koran auskennt, dass da steht, und Noahs Sohn überlebte in der Flut, und an anderer Stelle würde stehen, und Noahs Sohn starb in der Flut. Ja, aber was steht dort? Was steht dort genau? Dort steht an einer Stelle, ja, steht, dass Noahs Sohn, hier, 11:42-43, es fuhr mit ihnen dahin mitten von Wogen wie Berge. Nur rief sein Sohn zu, der sich abseits sieht, oh mein lieber Sohn, steig mit uns ein und sei nicht mit den Ungläubigen. Er sagte, ich werde auf einem Berg Zuflucht suchen, der mich vor dem Wasser schützt. Er sagte, es gibt heute nichts, das vor dem Befehl Allahs schützen könnte, außer für den, dessen er sich erbarmt. Die Woge trennten sie beide und so gehörte er zu denjenigen, die ertränkt wurden. Also hier sagt er, dass er halt gestorben ist. Ja? Jetzt sagen sie, an anderer Stelle steht, dass Noahs Sohn gerettet wurde. Und zwar in Sura 21, Vers 76. Auch nur, als er zuvor rief, da erhöhten wir ihn und retten darauf ihn und seine Angehörigen aus der Trübsal. Hier sagt erstmal Gott nicht, dass er Noah und den Sohn gerettet hat, sondern sagt Noah und seine Angehörigen. Was hätten wir hier? Amchas. Allgemein speziell. Das heißt, die Angehörigen sind gerettet worden, außer der Sohn. Das wäre die erste Erklärung. Aber jetzt, wir brauchen es gar nicht so kompliziert zu machen, mit Am und Chas, das heißt speziell und allgemein, sondern wir brauchen nur den Vers in Sura 21, Vers 76 mal ein bisschen weiter zu lesen. Was dann als nächstes kommt. Weil dann haben wir die Geschichte schon direkt gefangen und dann gehen wir zur Sunna, gucken, wie der Prophet Sassam das erklärt. Also jetzt nicht in 21, sondern es müsste in 37 sein. 35 Vers 77, warte ich, 37, muss mal gucken, dass ich jetzt die richtigen Verse finde, damit ich euch das richtig illustrieren kann. Also erstmal haben wir gesagt, die Erklärung werde schon Am und Chas. Das heißt, die Familie wurde gerettet, außer der Sohn. Ja, weil er sagt nicht, wir haben den Sohn gerettet, sondern er sagt, wir haben die Angehörigen gerettet. Und das schließt nicht aus, dass einer dabei umgekommen ist. Auch im Krieg, meine Angehörigen wurden gerettet, außer der eine ist gestorben. Das wäre erstmal das Erste. Und Sura 11 steht nämlich Vers 42 und 43, ja, dass der Sohn ertrank. Und dann wird die Erklärung gemacht. Danach kommt die Erklärung. Ja. Nur sagt dann, und Nur rief zu seinem Herrn. Er sagte, mein Herr, guck, wir haben gesagt, einmal steht, der Sohn ist gestorben. Und einmal steht, die Angehörigen von Noah wurden gerettet. Jetzt kommt die Erklärung im Koran selber. Nur sagt zu Allah, mein Herr, mein Sohn gehört zu meinen Angehörigen. Warum rettest du nicht? Mein Sohn gehört zu meinen Angehörigen. Und dein Versprechen ist die Wahrheit. Und du bist der Weiseste derer, die richten. Was kommt jetzt? Es kommt, was dieses dämliche Argument voll ausnockt. Er sagte Gott, O Noah, er gehört nicht zu deinen Angehörigen. Seht ihr? Sie sagen ja, einmal steht, die Angehörigen wurden gerettet, einmal steht, Noahs Sohn wurde nicht gerettet. Jetzt sagt Gott, er gehört nicht zu deinen Angehörigen. Warum? Hier sagt jetzt Dahak, sagt einer von den Tabi'in, sagt, er gehört nicht zu den Leuten von deiner Religion. Das heißt, deine Verwandtschaftsbande hier, das ist die Leute, die deiner Religion folgen. Und hier wird der Unterschied klar gemacht. Dass derjenige, der der Religion folgt, wichtiger ist als alles andere. Als jemand, der, auch wenn er mit dir eng verwandt ist.